günstige Smartphones, günstige Monitore und ein Prozessor für 5000 Euro. Bis gleich. CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich bin heute hier mit der CT Nummer 9, die neue CT. Wir haben letzte Woche im CT Uplink über Teamarbeit im Homeoffice geredet. Heute geht es um ein paar andere Themen, das sind nämlich die anderen großen Zahlen hier. Workstation Power, günstige Monitore und die besten Handys um 150 Euro. Und dazu habe ich drei Gäste eingeladen, nämlich Benjamin Kraft vom Hardware-Ressort, Michael Link und Christian Hirsch auch aus dem Hardware-Ressort. Ja, moin. Wir haben heute eine sehr hardware-lastige Runde. Und sehr hardware-lastige Themen, das fand ich eigentlich ganz gut, weil wir letzte Woche so viel über das Homeoffice und viel um dieses Drumherum, was uns jetzt gerade in den aktuellen Zeiten so blüht, am Arbeitsplatz sozusagen und wie man damit umgeht. Und ich dachte mir, heute nehmen wir wieder so ein paar richtige Kernthemen von CT rein. Und ich würde sagen, wir fangen heute mal mit den Smartphones an, Michael, wenn das für dich in Ordnung ist. Na klar. Genau, du hast mit mehreren Kollegen in der CT so einen Schwerpunkt gemacht. Zum einen haben wir ein paar günstige Smartphones getestet und du hast dich aber auch sehr grundsätzlich mit der Frage dich auseinandergesetzt, was sind so was kann man von so einem günstigen Smartphone erwarten? Sollte man sich so ein Gerät für 150 Euro überhaupt kaufen? Kann das schon was? Und vielleicht auch so ein paar Tricks noch, glaube ich, in der CT genannt, wie man aus so einem günstigeren Gerät möglichst viel rausholt. Ja, wir haben natürlich insgesamt ziemlich an dem Thema rumüberlegt. Klar, ich meine, andauernd gibt es mal so einen Test von günstigen Smartphones, aber vielleicht muss man sich auch erstmal fragen, wieso will man sowas überhaupt? Ne? Und vielfach stehen ja bei allen möglichen Tests immer solche Geräte im Vordergrund, die ganz schön viel Geld kosten, also die auch, sagen wir mal, den besten, neuesten, tollsten Prozessor haben, die Fotos bei Nacht machen und so weiter und so weiter. Und da ging es uns auch darum, herauszufinden, falls wir das nicht sowieso selber ahnen oder selber schon wissen, warum es Leute gibt, die unbedingt eben sagen, okay, mir reicht eben ein Phone für 150 Euro oder für noch weniger. Okay, und erzähl mal, was sind denn so, was kann ich denn von so einem Gerät aus der Preiskategorie so erwarten? Also im Prinzip kommt man mit diesen Geräten im Alltag ganz gut zurecht. Ne? Also wenn man ein bisschen telefonieren will, WhatsAppen, ein bisschen surfen, ein bisschen natürlich andere Messenger, wir sind hier bei CT, benutzen will, dann ist man damit eigentlich schon ganz gut im Rennen. Was man vielleicht nicht so machen kann, sind Top-Spiele zocken, die sehr viel von dem SoC verlangen. Damit kriegt man so ein Gerät schon ganz gut in die Knie gezwungen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, was Otto-Normalverbraucher da draußen so will, das kann man mit einem relativ preisgünstigen Gerät schon machen. Und naja, gut, wenn so ein Gerätchen ab und zu mal vielleicht eine halbe Sekunde irgendwo in einem Menü hängt oder dass man vielleicht ein kleines Momentchen auf irgendwas warten muss, damit kann man in der Regel auch noch ganz gut leben. Und man darf auch nicht vergessen, für die Top-Smartphones legt man heute so schon ganz schön viel Geld hin. Über 1000 Euro sind da ja keine Seltenheit und dafür hat auch manch einer eine viel bessere Verwendung. Sind es denn so von den Herstellern in dem Bereich, ich vermute mal Apple logischerweise nicht so, aber wer sind da so die typischen Player? Sind es ähnliche wie im High-End-Bereich? Also ich vermute Samsung gibt es wahrscheinlich auch einige günstigere Geräte oder so das Klischee ist ja auch so ein bisschen, dass man dann eher bei Smartphones aus China oder so landet. Naja, das Klischee ist auch nicht ganz unberechtigt. Es gibt tatsächlich logischerweise eine Menge Smartphone-Namen aus China, denen man da begegnet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wer das ganze Geschehen verfolgt, der weiß natürlich, dass so gut wie alles, was wir hier auf den Tisch bekommen, aus China kommt. Viele Anbieter haben
auch, sagen wir mal, was im billigen Segment liegen. Da reden wir von Huawei, da reden wir von Samsung, die eben auch Geräte haben für einen schmalen Geldbeutel, beziehungsweise für eben, sagen wir mal, weniger hohe Bedürfnisse. Und dann gibt es natürlich auch noch die guten alten Namen wie Nokia, die sozusagen ja heute auch wieder Geräte unter diesem Namen auf den Markt geworfen haben, wobei das natürlich Nokia selber nicht ist, sondern eigentlich ja nur noch die Hülle. Ja, das hat mich auch, fand ich ganz interessant, dass es inzwischen wieder so Nokia-Geräte gibt und was ich da interessant fand, ist dieser Begriff Android One, also dass dieses Nokia-Gerät, das ihr da auch getestet habt in der CT, so ein Android One-Gerät ist. Das sind ja diese Android-Geräte, die besonders nah an so einem Standardsystem sind, wenn ich es richtig verstehe. Naja, im Grunde ist so ein Android One ja das, was sich ganz viele Leute eigentlich wünschen. Wenn wir heute mal so auf ein ganz normales Smartphone schauen, das hat ja vielfach eine Hersteller-UI aufgepropft. Da sind häufig Programme drauf, Apps drauf, die man nicht haben will. Es sind Funktionen enthalten, die man nicht nutzt, die man vielleicht auch beim Umzug auf ein Smartphone einer anderen Marke gar nicht mitnehmen kann. Und von daher glaube ich, ist es eigentlich eine ganz gute Idee, ein, sagen wir mal, Basis-Android herauszugeben, was einheitlich ist, was eben auch über alle möglichen Gerätehersteller einen einheitlichen Look and Feel, wie man ja auch sagt, haben. Und von daher glaube ich, dass wir da durchaus auch eine ganze Menge Leute haben, die ganz schön viel Lust eben auf ein Android One-Gerät haben, weil sie dann eben wissen, hier haben wir ein entschlacktes Android, das nicht sonderlich viel Gehirnschmalz verlangt, um bei einem Geräteeinstieg einfach nochmal hinzuzulernen und das ganze Gerät nochmal neu kennenzulernen. Ist es so, ist es aber auch typisch für so diese günstigen Geräte, also weil Android One dann einfach ein bisschen schlanker ist, dass das gerade auf den günstigen Geräten auch öfters mal drauf ist, oder ist das ganz unterschiedlich? Ja, wir haben Android One vielfach in den eher preisgünstigen Geräten. Es ist ja nun auch gerade bei vielen Herstellern auch ein Marketinginstrument zu sagen, ja, wir haben jetzt eine UI, die noch viel tollere Sachen machen kann. Wenn wir jetzt an solche Geräte denken, wie OnePlus, die ja also mit Oxygen sich selber alten Standard gesetzt haben, den viele mögen. Wenn wir jetzt an Huawei denken, die versuchen mit ihrem UI so ein bisschen auch auf die iPhone-Nutzer alter Schule zu zielen, da gibt es schon eine ganze Menge Hersteller, die eben sehr, sehr viel Wert darauf legen, ihr eigenes UI zu haben, vielleicht auch ihren eigenen App Store, vielleicht auch ihr eigenes Sicherheitskonzept, wenn man jetzt mal an Samsung denkt, mit Samsung Knox und ähnlichen Sachen. Viele dieser Hersteller haben ja dann immer ihre, sagen wir mal, Sonderlocken mitgebracht, und das hat nicht nur Vorteile. Wenn man dann eben doch mal umsteigt auf ein Android-Phone eines anderen Herstellers, steht man oft da und merkt vielleicht erst dann, dass die Apps, die man halt in dem herstellerspezifischen Store gekauft hat, einem da nichts mehr nützen. Wenn wir jetzt nochmal auf diese günstigen Geräte allgemein gucken, sind das, was mich überrascht hat, ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass die eigentlich inzwischen alles ganz gut hinbekommen. Auch bei den Kameras fand ich, klang das jetzt nicht mehr so wie früher, dass man eigentlich gesagt hat, naja, so ein 150-Euro-Smartphone ist nur fürs Telefonieren gut, sondern man kann tatsächlich auch damit auch ein bisschen fotografieren und alles. Trotzdem ist es, glaube ich, schon noch so, wenn ich eure Artikel richtig gelesen habe, dass man gerade, wenn man in diesem Bereich ein Handy kauft, dass man schon eher vielleicht auch mal der Speicher voll ist oder schon Sachen gibt, die einen so ein bisschen behindern so beim Nutzen. Was sind da so die typischen Sachen, die dir die euch im Alltag so aufgefallen sind? Und gibt es da vielleicht auch Lösungen, wie man das dann trotzdem ganz gut hinbekommt? Auch bei so einem günstigen Gerät. Ja, wir haben natürlich auch Mindestanforderungen
gefunden, beziehungsweise auch a priori gesetzt, bevor wir die Geräte ausgewählt haben, weil klar, die Kollegen, die jetzt im Labor sitzen, die da jetzt testen, die haben natürlich auch Erfahrung, die starten ja nicht alle bei Null, die haben ja schon eine Menge Geräte irgendwo in den Fingern gehabt und für uns hat sich so als Mindestanforderung zurzeit eben rausgestellt, wenn wir so ein Gerät haben und wir wollen es testen, dann sollte es eigentlich schon 32 GB Platz haben, um da irgendwas drauf zu speichern. Es sollte 3 GB Arbeitsspeicher haben und nach Möglichkeit auch Dual-SIM-fähig sein. Das sind mittlerweile tatsächlich recht viele Geräte, auch wenn man bei einigen Geräten sich überlegen muss, ob ich jetzt eine zweite SIM-Karte in den zweiten Slot stecke oder halt eine Speicherkarte. Und was wir auch als Minimum sehen, das ist aber glaube ich heute auch nichts Spektakuläres mehr, ist einfach, dass LTE einfach drin sein muss. Und die paar Geräte, die wir jetzt erstmal so exemplarisch zusammengestellt haben, die waren schon auch alle so weit, dass man sagen kann, das leisten die alle. Und da würdest du auch sagen, das ist quasi so das, was ihr auf jeden Fall empfehlen würdet. Also wenn man, selbst wenn man zum günstigen Gerät greift, guckt doch mal, dass zumindest das drauf ist, damit, dass sie so viel Speicher haben und so weiter, damit nicht dann sich doch ärgert, das gekauft zu haben. Also das wäre so für euch so, dass die untere Grenze von der Ausstattung. Das wäre die ausstattungsmäßige untere Grenze. Worauf wir eigentlich auch noch geschaut haben, ist, man muss ja auch so ein bisschen überlegen, wie lange möchte ich das Gerät benutzen. Ist der Hersteller bis jetzt dafür bekannt, Updates zu liefern? Damit meine ich nicht nur Versionsupdates, also Android 9 auf 10 oder so, sondern eben auch die Security Patches. Und was man vielleicht noch von der Hardware-Seite noch ergänzen sollte, ist, es gibt im Bereich so um 150 Euro eben tatsächlich auch noch größere Unterschiede bei den Kameras. Das haben wir auch thematisiert. Es gibt schon einen gravierenden Unterschied, wenn ich jetzt mal wegen so einem Nokia 4.2 nehme und ich gehe damit in den dunklen Raum, fotografiere damit was. Da kann ich natürlich die Resultate nicht vergleichen mit denen von Aufnahmen mit irgendeinem Samsung Galaxy S20 Ultra oder so. Aber gibt es denn... Und, also das heißt, es gibt auch zwischen den Geräten, zwischen den Billiggeräten gibt es auch durchaus große Unterschiede bei den Kameras. Das heißt, wenn ich da im Test genauer reingucke, man hat ja so das Gefühl, bei den High-End-Geräten, da kann ich eigentlich kaufen, was ich will, dann passt das schon irgendwie. Aber bei den Billiggeräten kann man wirklich auch noch einen großen Unterschied zwischen zwei 150 Euro, 200 Euro Geräten haben, ne? Das so meinst du? Ja, also das denke ich ist auf jeden Fall so. Es hängt natürlich auch einfach viel davon ab, wie viel Mühe sich dann die Hersteller auch noch gerade in dem Bereich gegeben haben, ihre Hardware jetzt sozusagen richtig auszureizen. Ne? Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass wir bei den Kamera-Chips so im Low-End-Bereich oder bei den sagen wir mal Aufnahmemodulen, um es mal verständlich auszudrücken, nicht allzu viele Unterschiede gibt. Da sind wir meistens bei einem Sony Teil und der ist schon x-fach verbaut worden und ich glaube, da gibt es eben dann Unterschiede bei den Herstellern. Ich habe das damals mal bei einem Firmenbesuch gemerkt. Da gab es doch eine Abteilung, die praktisch aus diesem mehr oder weniger ausgelutschten Fotochip und aus der Optik noch sehr, sehr viel rausgeholt hat, indem sie eben eine eigene Entwicklung da betrieben hat, um eben ihren Fotomodus für ihr Smartphone dann noch richtig hinzuzielen. Und das haben wir eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Also da sieht man durchaus Unterschiede. Wie gesagt, wer dann tatsächlich sich überlegt, 150 Euro, das ist so bei mir die Grenze, der sollte dann auch schon in etwa mal so abschätzen können, was persönlich ist da wichtig. Kann ich damit leben, dass die Kamera vielleicht nicht ganz so gut ist und vielleicht dazu taugt, sagen wir mal, auf einem großen Parkplatz mein Auto abzulichten, damit ich das hinterher wiederfinde? Oder muss irgendwas sein, was vielleicht Makrofunktion hat? Und insgesamt ist natürlich auch die Tendenz dahingehend, dass man gerade was die Kamerafunktion angeht, mit weniger Auflösung und überhaupt mit weniger ausgefeilten Funktionen rechnen muss.
Aber genau, aber insgesamt sind da durchaus schon gute Kameras dabei. Ich wollte noch mal ein Bild zeigen. Das ist jetzt zwar nicht zwischen zwei Billig-Handys der Vergleich, aber ihr habt das mal gemacht. Das ist jetzt auf der linken Seite, wo man nichts sieht, ist ein Foto im Dunkeln bei 0,5 Lux, also schon wirklich so Dämmerung. Das ist schon sehr dunkel. Aufgenommen mit so einem Nokia 4.2. Das habt ihr in dem Test für die um die 150 Euro Handys. Und hier, weil wir es gerade auch da hatten, daneben das Bild vom Huawei P40 Pro, was gerade so mit eins das der neuen High-End-Handys ist. Und da sieht man sehr schön, wie groß der Unterschied ist. Also die beiden Bilder sind bei derselben Lichtstärke im Fotostudio entstanden. Und diesen Unterschied hast du natürlich schon zwischen einem High-End-Gerät und einem günstigen. Dass du gerade an solchen Stellen merkst du dann vielleicht schon, dass du 150 Euro hast. Ja, natürlich haben wir jetzt hier auch einen extremen Gegensatz. Genau, das ist ein... Das ist klar. Es gibt natürlich im Billigsegment schon Geräte, die es auch ein bisschen besser können. Das ist schon so. Insgesamt kann man aber sagen, es geht natürlich auch ins noch günstiger. Ne? Wir sprechen ja alle auch mit vielen Leuten und sicher hat auch jeder von uns schon mal von irgendwelchen anderen Leuten, die man so kennt, den Satz gehört, na, ich brauche mein Smartphone eigentlich nur zum Telefonieren und zum Simsen. Wenn man dann genauer hinguckt, ist es eigentlich doch ein bisschen mehr. Spätestens mal, wenn es dann darum geht, dass man vielleicht auch mal mit WhatsApp oder einem anderen Messenger in Kontakt zu seinen Bekannten stehen will und dann nicht völlig abgeschnitten sein will, muss man sich auch überlegen, dass man dann letztlich so ein Gerät eben doch braucht, statt eines Dumpphones, wie man ja auch so ein bisschen herablassend sagt. Und da gibt es ja mittlerweile auch Alternativen. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch Geräte mit, die sich eben auch sehr einfach bedienen lassen, die in der Bedienung insgesamt auch so ein bisschen erinnern an so alte Geräte ohne Touchscreen, weil die Geräte mit KaiOS, so heißt das, die haben keinen Touchscreen. Und da ist das Gefühl, diese Geräte zu bedienen, doch noch sehr nah dran an dem, was man vielleicht lange Zeit benutzt hat. Sogar die Eingabemethode mit der Tastatur, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ne? Dreimal tippen für irgendeinen bestimmten Buchstaben. Das kommt ja noch mit. Da gibt es ganz, ganz schöne Sachen und eben auch Geräte mit KaiOS, die man mittlerweile schon so ab 50, 60 Euro kriegen kann. Und das ist möglicherweise auch eine Alternative für Kids, beziehungsweise eben Geräte, die man nur so in Reserve liegen hat. Oder eben Leute, die eben wirklich sagen, mir reicht es, ich brauche nur ganz wenige Apps. Und wenn man sich dann mal genau in diesem KaiOS App Store umschaut, wird sich wundern, es gibt tatsächlich schon eine Reihe Apps, die man auch so gebrauchen kann, so dass man tatsächlich eigentlich nicht unbedingt ein Android-Smartphone braucht. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die letzten Symbian-Geräte auch von Nokia. Nokia ist ja auch ein Hersteller, der ein KaiOS-Gerät irgendwie hat. Und ich war auch, weiß ich noch, damals, als dann mit den Smartphones richtig losging, überrascht, dass doch von vielen Anwendungen, ich glaube WhatsApp und so, gab es dann auch immer noch für Dumpphones eigentlich auch. Also so ganz, ganz schmalspurige Versionen von den meist genutzten Apps eben auch für solche Handys gab. Also das wäre auch nochmal eine Alternative, gerade wenn man sagt, ich will das eigentlich wirklich nur als Telefongerät, das noch ein bisschen mehr kann, oder vielleicht genau, wenn man jemanden geben will, der noch nicht so viel Smartphone-Erfahrung hat und dann damit vielleicht auch ein bisschen zurechtkommt. Eine Alternative sind ja aber auch in dem Preisbereich, finde ich, immer gebrauchte Geräte. Also habt ihr euch auch mal ein bisschen angeguckt? Lohnt sich das manchmal nicht eher, statt jetzt so ein neues 150-Euro-Gerät von Nokia, wo dann die Kamera vielleicht so schlecht ist, so ein 3 Jahre altes Mittelklasse-Gerät einfach zu kaufen, gebraucht von irgendjemandem, weil dann hat man ja vielleicht doch noch die bessere Kamera. Oder ist es eigentlich so, dass heute ein 150-Euro-Gerät dann schon eine neuere und bessere Kamera oder einen besseren Akku drin hat? Oder wie ist da so der Vergleich? Ja, wir waren so ein kleines bisschen gespalten in der Diskussion, gebe ich auch zu. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass so ein, sagen wir mal, anderthalb bis 2 Jahre altes Spitzengerät von in dieser Zeit immer noch besser fotografiert als was das ich irgendwie so eine 0815 unoptimierte Billigbüchse, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen.
Ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, muss man bei diesen Gebrauchsgeräten eben auch wieder auf die Basics achten. Sprich, gibt es für dieses Gerät noch Updates? Und natürlich, wie ist der äußere Zustand? Wie ist möglicherweise die Ersatzteilversorgung für den Fall, dass ich einen neuen Akku brauche? Gibt es dafür noch was? Kann ich bei diesem Gerät noch davon ausgehen, dass ich vielleicht ein neues Display bekomme, wenn ich das mal brauche? Das sind Punkte, bei denen ich sagen würde, da muss man sich das Gerät genau anschauen, und es gibt tatsächlich ja einen ganz guten Gebrauchtmarkt auch für high-endigere Geräte, die zum Teil eben auch wieder aufbereitet werden und eben auch kontrolliert und gereinigt werden. Die Refurbished-Sparte ist ja auch ganz gut im Sack zurzeit. Da würde ich sagen, es kommt wie immer bei diesen Gebrauchtsachen eben auch darauf an, was will derjenige, der es loswerden will, den dafür noch haben. Und da ist manchmal ist das Gebrauchtgerät dann tatsächlich guter Fun. Insbesondere dann, wenn noch Updates erhältlich sind für eine längere Zeit und der äußere Zustand gut ist. Es kann aber auch eben sein, dass man vielleicht mit einem Mittelklasse-Gerät neu tatsächlich seine eigenen Bedürfnisse viel besser befriedigen kann. Also ein klassisches kommt drauf an. Wenn ich jetzt so ein 150 Euro Gerät kaufe, sag ich mal jetzt, dann ist ja die Chance recht hoch, dass es in ein, zwei Jahren dann doch irgendwie schneller an so bestimmte Grenzen kommt. Hast du vielleicht nochmal so ein paar Tipps, weil wenn ich jetzt so ein altes Handy habe und uns doch irgendwie anfängt zu ruckeln oder schnell voll ist oder irgendwie nochmal so ein paar Tipps, wie man da ein bisschen mehr nochmal rausholt, dass man das vielleicht doch nochmal ein Jahr länger benutzen kann, oder sagst du, nee, komm, dann lieber gleich weg? Ja, man kann natürlich viel machen, indem man das Gerät erstmal, um es noch Überbegriff zu sagen, um das Gerät erstmal zu entschlacken. Ne? Also sprich rauszuwerfen, was man nicht braucht. Das sind natürlich irgendwelche Bloatware-Geschichten. Da kann man halt mit Hilfe des ADB-Tricks, den Ronald Eichenberg schon mal ausführlich in der CT beschrieben hat, eine Reihe von Apps auch loswerden, die man nicht braucht, die nur Platz wegnehmen. Man kann auch visuelle Effekte reduzieren und eben auch alles das, was irgendwie aussieht wie eine Animation und so weiter, kann man stoppen. Das ist auch möglich. Zum Beispiel die Zahl der Tasks, die im Hintergrund laufen, zu begrenzen. Dazu muss man in den Entwicklermodus gehen und findet dann da entsprechende Einstellungen. All das ist immer mit so kleinen Einschränkungen eben verbunden. Es sieht dann halt nicht unbedingt mehr so schön aus, wenn eben man von einer App zur anderen wechselt und man hat eben keinen sanften Übergang, aber es geht dann zumindest noch. Was für mich halt der neuralgische Punkt ist, ist tatsächlich der Bereich Security bzw. Updates an sich. Wenn man da Wert drauf legt, dass eben da auch immer die Updates auf dem Gerät sind, sollte man da eigentlich spätestens beim Auslaufen von Updates sich überlegen, ein neues Gerät anzuschaffen, oder falls das möglich ist, möglicherweise ist dann auch ein Custom ROM die richtige Lösung, wie Lineage OS oder so. Hm. Da hätte ich noch kurz eine Frage, wenn ich darf. Na klar. Gerade bei den Billiggeräten hätte ich jetzt das Vorurteil, die werden wahrscheinlich echt nicht lang mit Updates versorgt. Trifft es so zu oder ist es inzwischen ein bisschen besser geworden? Also wir haben ja jetzt natürlich neue Billiggeräte gekauft. Das heißt, Voraussagen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Bei den etwas älteren Markengeräten kann man sagen, dass es sich da bei einigen Herstellern halt eingebürgert hat, so nach zweieinhalb Jahren zweieinhalb Jahren tatsächlich die großen Updates eben auslaufen zu lassen und dann bei den Security-Updates etwas, größer zu werden in der Frequenz. Also Samsung bei den Billiggeräten liefert vielfach nur noch quartalsweise aus. Und bei Android One-Geräten habe ich natürlich ein Versprechen, 2 Jahre und eben die entsprechenden Updates, soweit ich weiß. Und das ist natürlich dann schon eher interessant für jemanden, der
ja, der eben auch weiß, ich möchte jetzt hier den Sweet Spot haben zwischen dem, was ich dann an Geld reinstecke in meine Telefonierer und Surferei und dem, was ich für andere Zwecke verjüge. Ich fand auch, ich glaube, da war der Tipp auch gut mit dem Android One generell. Ich glaube, wenn man so ein günstiges Gerät sich kauft, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken, ob das Android One hat. Ich glaube, das ist echt mal ein ganz guter Tipp. Und was ich übrigens auch noch ganz spannend fand, was ihr im CT auch geschrieben habt als Tipp, ist, dass es für viele Apps eben auch schlankere Versionen gibt. Ne? Also das hatte ich zum Teil noch gar nicht. Ne? Also von Google gibt es solche Go-Varianten, die ein bisschen kleiner sind. Aber es gibt auch eine Facebook Lite-App. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir hatten ja in einer der vorletzten Ausgabe auch so einen Schwerpunkt zu Android ohne Google. Da waren ja auch Varianten oder Alternativen zu Google-Diensten und auch da gibt es immer mal wieder schöne, kleine, schlanke Open-Source Apps für eine Galerie, für Maps und so weiter, für Navigation, die einfach gar nicht so viel Platz verbrauchen und auch nicht so viel Anspruch haben. Also das, glaube ich, lohnt sich auch immer mal wieder, dass man wirklich eine alternative App sich sucht zu denen, die man schon hat. Ja, es müssen ja nicht mal unbedingt Apps sein. Ne? Also in etlichen Fällen kann man zumindest für all das, was ohnehin Informationen übers Netz bezieht, ja auch zu Web-Apps greifen. Sprich, also die Seite im Browser aufzurufen und das Ganze dann eben auf dem Startbild abzulegen. Ne? Das heißt, dann haben wir nicht mal einen großen Platzverbrauch auf dem Gerät und das ist durchaus auch ganz praktisch bei den Google-Apps oder Lite-Apps, muss man auch dazu sagen, dass es etliche davon im deutschen Play Store gar nicht gibt, sondern nur im Ausland. Das liegt natürlich daran, dass einige dieser Apps für Märkte gemacht worden sind, bei denen die Mobilfunkversorgung einerseits, aber auch die Hardwareversorgung andererseits nicht so dolle ist. Das heißt, die sind schon ganz bewusst dafür optimiert worden, dass da, sagen wir mal, nach dem Motto verfahren wird, besser nichts als gar nichts. Und ich denke, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, hier auch nach eben solchen günstigen Apps zu suchen und eben Apps zu nehmen, die, sagen wir mal, ökonomischem Platz umgehen. Mit Open Source Apps aus meinetwegen Läden wie F-Droid oder so, da kommt ja noch ein anderer Vorteil dazu. Wir haben hier in der Regel etwas weniger damit zu tun, dass irgendwelche Tracker noch nebenbei das Gerät noch beschäftigen, indem sie irgendwelche Nutzerdaten nach Hause telefonieren. Okay. Dann jetzt noch eine letzte Frage. Wie sieht es denn bei euch allen so aus vom Handy? Habt ihr eher so ein günstiges Gerät oder was Teureres? Wer möchte? Genau, hier, ich sehe schon eins. Also ich hab was ist das? Das ist ein Nokia 7.2. Okay, also auch nicht das Allerteuerste, oder? Nee, ich kaufe immer so Mittelklasse eigentlich. Also so 1.000 Euro für ein Smartphone gebe ich nicht aus. Da kostet ein Rechner fast mehr weniger. Dann. Ja. Ich habe ein iPhone 6S in Roségold von meiner Frau gehabt. Der feine Herr. Nicht schlecht. Läuft immer noch wunderbar, kriegt immer noch Updates. Ja, das stimmt. Und ich habe noch mein Mate 20 Pro, also auch nicht mehr das allerneueste. Läuft aber noch und warum auch nicht? Also ich nehme normalerweise meine Geräte auch so lange, bis sie auseinanderfallen. Und das war tatsächlich auch der Grund für den Wechsel. Mein iPhone irgendwie 6S, das ich hatte, das war einfach mal fertig. Also ich habe hier noch ein Redmi Note 7, also jetzt auch noch nicht so alt, aber hat damals, glaube ich, auch nur ein bisschen mehr, 250 Euro, glaube ich, gekostet. Und ich muss auch sagen, ich war schon überrascht, also gerade was so Kamera und so angeht, dass eben in den Preisklassen eigentlich auch völlig ausreichende Hardware-Ausstattung drin ist. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt noch keinen, ich weiß, viele unserer Kollegen haben auch teure Samsung-Handy, teure iPhones, teure Kameras. Ich muss halt sagen, für das, was ich so brauche, und ich mache schon auch mal ein Foto. Zurzeit nicht so viele, weil ich komme hier ja nicht raus, da gehen langsam die Motive aus, aber so insgesamt finde ich, hat mich das eigentlich überrascht. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich da in diesen Preisbereich auch mal reinzugucken. Für die meisten reichen da die Geräte schon aus. Okay. Jetzt sind wir kommen wir von den günstigen Handys zu den günstigen Monitoren. Ist es denn, Benjamin, auch so, dass da, also ihr habt sogar ab 100 Euro, also sogar noch mal ein bisschen günstiger,
Da wäre jetzt auch sofort meine Frage, ist das jetzt wirklich zu empfehlen oder ist das eigentlich nur so eine Preisklasse für Zweitmonitor? Oder kann man auch für 100, 150 Euro was bekommen, mit dem man auch im Homeoffice gerne arbeitet? Ich würde sagen schon. Also ich war durchaus positiv überrascht. Man kriegt natürlich nicht das rundum sorglos Paket, was man vielleicht in höheren Preisklassen bekommt. Man muss Abstriche hinnehmen und die betreffen nicht mal unbedingt nur die Bildqualität, die in vielen Fällen besser war, als ich erwartet hätte. Es ist mehr so die Ausstattung drumherum. Ergonomie ist so der große Knackpunkt, wo ich mich echt ein bisschen geärgert habe, dass einige der Geräte maximal eine Neigung haben. Also man kann sie irgendwie so ein bisschen vor und zurück biegen, aber keine Höhenverstellung, du kannst sie nicht drehen, Porträtmodus sowieso nicht, also hochkant. Und das ist im Büro, finde ich, oder auch im Homeoffice ein bisschen schwierig, wenn man das Display nicht in der Höhe einstellen kann. Dann kommen halt so eine Krücken wie, ich nehme jetzt drei Bücher und stelle es drunter, wenn es mir zu niedrig ist. Das finde ich ein bisschen dürftig, auch in der Preisklasse. Und die anderen Sachen sind Anschlüsse. Also da muss man auf jeden Fall sehen, was habe ich für Anschlüsse, was brauche ich? Also nicht nur Signaleingang. Die haben alle mindestens zwei. Davon sind aber nicht immer zwei digital. Also wir haben tatsächlich drei, vier Geräte gehabt. Da war der eine HDMI und der andere, man halte sich fest, tatsächlich noch VGA. Okay, aber... Ah! Ja. Die Physik trägt alles. Ja, genau. Michael zeigt gerade genau. Für die Zuhörer, zeigt gerade, wie er seinen Bildschirm auch mit Büchern aufbockt, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder das Notebook genau. Wahrscheinlich aufbockt. Ja. Das Notebook, damit ich hier keine schiefen Wände habe. Ja. Ja, das ist tatsächlich für uns alle ein Thema. Aber okay, also Anschlüsse, ja, also VGA USB. Ist ja eigentlich an sich auch nicht schlecht, das zusätzlich zu haben, oder? Oder sagst du, also machst du den Adapter? Ich frage mich so ein bisschen, wer heute noch einen Rechner hat, der wirklich VGA als primären Ausgang nutzt. Man sagt immer so, ja, bei Beamern, weil Office und alte Office-Notebooks, die haben alle nur VGA und deshalb hat ein Beamer auch VGA. Ich glaube, das ist inzwischen so ein bisschen ein Märchen, was sich selbst verselbstständigt hat und ich glaube, das ist alles eigentlich gar nicht mehr so. Und deshalb finde ich es echt ein bisschen merkwürdig, dass man HDMI hat. Okay, finde ich super, passt, geht fast überall, aber VGA, da hätte ich dann entweder gern einen zweiten HDMI oder DisplayPort oder von mir aus noch DVI, wenn es was Älteres sein darf. Aber VGA finde ich ist... Also da muss man schon eine ziemlich alte Möhre haben, dass es nur VGA gibt. Als Ausgang am Rechner. Zumal ja auch die meisten Bürorechner heute auch selbst Mini-PCs ja standardmäßig DisplayPort oder HDMI zumindest mitbringen. Richtig. Es ist ja inzwischen so, du brauchst ja eigentlich einen Chip, der auf VGA umsetzt. Ja. Wenn ich jetzt mich nicht da völlig ins Fettnäpfchen setze. Also bei der Grafikausgabe. Ja. Ja, und das andere, was ich eben noch kurz hinterher schieben wollte, USB hat tatsächlich in dieser Regel nur ein Gerät. Das fand ich dann doch ernüchternd. Also nicht mal für irgendwie USB und, Entschuldigung, für Tastatur und Maus auf dem Desktop gäbe es Anschlüsse bei den ganzen anderen Geräten. Oder meinen USB-Stick anstecken. Das ist eigentlich auch so ein... Ah, das ist interessant, weil da habe ich eigentlich noch nie drauf geachtet. Aber für euch ist das ein Thema, dass man eben nicht alles unten an den Rechner anschließen muss, sondern direkt an den Bildschirm? Oder wie darf ich das verstehen? Oder worum, oder einen USB-Stick da mal schnell einzustecken? Oder? Genau, sowas zum Beispiel. Ja, USB-Stick, dann irgendwelche Dongles zum Entsperren, dafür kann es ja interessant sein und eben auch, wenn man noch einen alten Desktop oder wenn man überhaupt einen Desktop-PC nimmt und dann ansonsten halt eine lange USB-Strippe bräuchte. Oder um einen Hub anzuschließen, damit man eben oben auf dem Desktop mal ein bisschen mehr hat oder näher an sich dran und nicht an der Seite am Notebook dann rumfummelt oder sowas. Okay, und aber was du gesagt hast, ist, dass die Bildqualität eigentlich durchaus gut war. Gibt's da große Unterschiede oder gibt es eigentlich überhaupt noch so richtig schlechte Displays für ein Arbeiten am Rechner oder sind die eigentlich alle inzwischen? Also es wäre jetzt ein bisschen einfach zu sagen, arbeiten kannst du an fast allem. Das stimmt zwar, aber es macht bei manchen einfach mehr Spaß als bei anderen. Wir hatten da zwei TN-Displays. TN ist eine Panel-Technik. Das ist so die einfachste, sage ich mal, die man so kennt. Die in zwei Geräten wirklich ein bisschen ausgewaschen aussah, also müde Farben, sehr blickwinkelabhängig, so dass wenn du ein bisschen von der Seite guckst, dein Weiß schon einen ganz starken Gelbstich bekommt. Und es einfach auch schwierig wird, weil der Kontrast zu niedrig ist von der Seite, richtig schön den schwarzen Text vom weißen oder zunehmend gelben Hintergrund abzusetzen. Also bei denen war es nicht so toll, aber insgesamt war es
fand ich überraschend gut, was so ab 100 Euro geht. TN generell ist auch jetzt nicht alles schlecht, da war auch ein Lenovo-Display dabei mit TN-Panel, was einen sehr guten Kontrast hatte, auch recht blickwinkelstabil war. Aber insgesamt ist es halt so, es gibt die drei Panel-Typen TN, das sagte ich ja eben, ist eher so blickwinkelabhängig und Kontrast ist, geht so. IPS ist so der Allrounder, du kannst von fast seitlich noch drauf gucken und das sieht meistens ganz gut aus. Die Farben sind meistens gut. Kontrast ist auch okay. Und dann gibt es die VA-Panels, die meistens sehr satte Kontraste schaffen, so 2000, 3000 zu 1 und mehr. Also einen schönen großen Kontrast von schwarz zu weiß oder hell zu dunkel. Etwas sattere Farben schaffen dadurch auch und ein bisschen weniger Blickwinkel stabil sind, als es die IPS-Panels sind. Und die drei hatten wir auch vertreten in dem Test und es bewahrheitete sich mehr oder weniger diese grobe Kategorisierung. Mich hatte auch überrascht, ehrlich gesagt, ihr hattet hier ein AOC oder AOC, wie spricht man die eigentlich aus? Ein AOC-Panel? Genau, ich habe keine Ahnung, wie man, ich sage AOC. Die hatten eben so ein VA-Panel und das war sogar mit der günstigste in dem Test und hat aber dann hatte ich so das Gefühl von deinem Test her durchaus auch gute Noten. Das heißt, da war es jetzt nicht so, dass ein 200 Euro teureres Panel unbedingt ein doppelt so gutes Bild hat wie ein 100 Euro. Nee, das stimmt. Also es gibt da durchaus ein paar Billiggeräte, die fand ich ganz gut. Da ist ein Asus-Gerät bei beispielsweise, das ist eben so die IPS-Klasse, der Allrounder. Hätte der noch Höhenverstellung, fände ich den super. Das AOC-Gerät hat mich geplättet mit seinem extrem hohen Kontrast von, ich glaube, wir haben gemessen 7000 zu 1. Da habe ich ungelogen fünfmal nachgemessen, weil ich dachte, ich mache irgendwo einen Fehler oder das Gerät hat irgendeine, ich will jetzt nicht sagen Schummeleinrichtung, aber schon irgendwie eine Umgebungslichterkennung, die dann das Ergebnis verfälscht. Nein, das stimmte so. Der machte wirklich ein enorm tiefes Schwarz, was man in dieser Klasse sonst so nicht sieht. Ja, es sind ein paar Geräte dabei, wo man sagen kann, da kannst du auf jeden Fall zugreifen, auch wenn sie aus der, sag ich mal, unteren Preisklasse kommen. 100, 150 Euro, da ist schon was dabei. Das, was mir gefallen hat an unserem Feld ist, wir haben ja wirklich eigentlich primär Preis und dann sekundär Alter des Gerätes uns angeschaut und gesagt, wir wollen nichts, was älter ist als 2 Jahre, weil es dann eventuell demnächst aus dem Preisvergleich verschwindet und nicht mehr zu kaufen ist. Ist uns leider trotzdem mit 2 Geräten passiert. Aber wir haben eine schöne Spanne von dem kleinen 23 Zöller bis hoch zum Breitbild 29 Zöller und sogar einem 31,5 Zoll Gerät. Das ist schon cool und die sind, also fast jedes davon hat so seine Nische, die es gut bedient. Wie gesagt, die beiden TNs, da musst du schon genau das machen, was das Gerät dir bietet. Das eine war ein sehr schnelles Spielegerät, das macht schon Spaß. Und ja, der andere ist halt ein 28 Zöller, der 4K auf 28 Zoll bringt. Extrem hohe Bildschärfe, recht viel Fläche für recht wenig Geld. Aber nur wenn du genau das brauchst, ist es, sag ich mal, ein Kompromiss, den du auch eingehen solltest. Weil der Kompromiss. Oh, Hubschrauber, okay. Ah, Benjamin, du bist, ich nehme an, du bist in der Redaktion, oder? Ich bin in der Redaktion. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich sagen kann, liebe Zuschauer, bei mir, ich bin der Einzige, bei dem ihr sicher sein könnt, ich habe auch Hosen an. Ich habe, das ist immer ganz interessant, weil wir ja mit dem Heise Verlag gegenüber von der Medizinischen Hochschule in Hannover sind. Und das ist eigentlich immer so ein Running Gag, dass die Hubschrauber bei uns fast schon durchs Bild fliegen, wenn wir aufzeichnen. Ja. Wobei, was glaube ich, wenn wir unten im Studio sind, kriegt man das noch ein bisschen besser raus. Aber jetzt, wo die Kollegen auch mal im Büro hocken, hört man es dann doch eher mal. War doch immer noch auf das Blaulicht. Ich glaube, irgendwann, eins habe ich schon gehört zwischendurch mal, aber es war sehr leise. Naja. Also du bist, genau, man sieht es ja auch, Benjamin ist am jemand, der auch viel testet bei uns. Ich glaube, du warst schon in der letzten Sendung auch schon im Büro. Das sind dann noch die Letzten, die dann noch in der Büro bleiben. Also, ja, was ich noch fragen wollte, das, was du angesprochen hast, das fand ich ganz interessant, dass ihr keine Displays haben wollt, die ein bisschen älter sind. Wie kriegt ihr das eigentlich immer raus? Weil ich finde, bei Hardwarekauf, bei Smartphones weiß man das ja immer noch recht gut, aus welchem Jahr die kommen. Aber wie finde ich denn eigentlich in so einem Preisvergleich oder auch auf Amazon oder irgendwo oder bei Saturn, woran erkenne ich eigentlich, ob so ein Bildschirm eigentlich schon seit 5 Jahren verkauft wird oder ganz frisch ist? Ein paar Tricks oder
Der einfachste ist tatsächlich in meinem präferierten Preisvergleich, dass ich da den Filter setzen kann. Da gibt es dann gelistet seit. Und dann kann ich sagen 2018 und neuer. Und das habe ich dann einfach gemacht. Ist halt bei Displays wahrscheinlich auch relevant, weil es bei Schnittstellen und sowas auch darum geht, dass dann irgendwann ältere Schnittstellen noch mit eingebaut sind oder. Oder was sind da so die Punkte, die bei dir da... Ja, vor allem ging es mir, wie gesagt, darum, die Billiggeräte, da wäre es ärgerlich, wenn wir sagen, ja, das gibt es unter 200 Euro und, so, und dann ne, fällt es entweder aus dem Preisrahmen oder wird komplett eingestellt. Und das ist uns, wie gesagt, auch leider bei zwei Geräten passiert. Das eine ist jetzt deutlich teurer, weil es offenbar gerade im Abverkauf ist und nur die Restbestände jetzt verscherbelt werden. Ja, und das andere wissen wir nicht, ob es nur Lieferschwierigkeiten gibt, irgendwie Corona-bedingt oder was weiß ich, oder ob das auch gerade im Verschwinden begriffen ist, aber na, dazu kommen noch die üblichen Preisschwankungen, die dann auch jetzt eintreten. Wir haben, glaube ich, generell beobachtet, der ganze Preisbereich ist so ein bisschen nach oben gestiegen, also es scheint jetzt tatsächlich eine kleine Homeoffice-Kaufwelle zu geben, dass die Leute sagen, so wie du anfangs, naja, ich brauche jetzt eben doch einen zweiten Monitor fürs Homeoffice, will jetzt aber nicht irgendwie mächtig viel Geld ausgeben, ne? 100, 150, 200 Euro. Und die Leute wollten wir damit auch ansprechen. Ja. Unter anderem. Ja, ich habe sogar tatsächlich mein zweites Display, weil ich es nicht so häufig brauche, einem Kollegen letztens vorbeigebracht, der nämlich zu Hause nur das Notebook hatte. Der nämlich keinen optimalen PC, wie die meisten von uns hier noch zu Hause stehen haben. Und dann konnte ich dem was Gutes tun. Du hast das Thema Ergonomie auch angesprochen und dass das gerade bei der Preisklasse nicht so toll ist. Worauf sollte man denn achten? Also auf jeden Fall, dass man den Neigungswinkel einstellen kann. Und das geht auch schon nicht bei allen, wenn ich das geht bei allen. Dieses Neigescharnier haben sie alle, aber die Höhe einen anderen, genau, Höhenverstellung gibt es nur bei einem. Und dann drehen auf dem Fuß. Ich meine, je nachdem, was für ein Fuß es ist, ist das bei den meisten kein Problem. Ich muss jetzt mal ein Gerät zeigen. Wenn man aber eben, ich muss mal gucken, kann man das gut erkennen? Diese Samsung-Dinger, die sind im Moment meine, in der Hinsicht meine Hassobjekte, weil die diesen unheimlich riesigen Spreizfuß haben. Die nehmen auf dem Schreibtisch unheimlich viel Platz weg und dann kann man schon, genau, danke, wunderbar, kann man noch nicht mal richtig drehen. Denn dann schabt man den komplett über den Schreibtisch oder schmeißt irgendwas um. Da ist mir so ein Tellerfuß oder auch ein kleiner quadratischer Fuß lieber. Dann kann ich da drauf, auch wenn da drunter keine Platte ist, auf der man drehen kann, wenigstens seitwärts bewegen. Das stimmt, ich habe auch hier, ich habe so einen ganz geraden, also so eine, auch so nach vorne, aber nicht so mit so einer mit so einem Winkel, sondern gerade. Und auch da ist es so, sobald ich irgendwas drehe, schiebt er die ganzen Post-its und Stifte oder was sich dann halt sonst sich dann noch so ansammelt gleich mit und dann zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, wenn man wie heute statt den Klamotten und Ordnern sich lieber eine Bücherwand beim CT-Uplink aufnehmen hinstellen will und deswegen den ganzen Schreibtisch verstellt. Das hat mich heute bestimmt schon 10 Minuten gekostet oder eine Viertelstunde. Ja. Es ist natürlich auch eine Frage, was braucht man wirklich? Ich finde die Höhenverstellung wichtiger, weil man eben einfach den richtigen Blick drauf haben muss, damit man sich nicht irgendwie den Nacken verspannt oder die Schultern. Wenn ich ohnehin alleine zu Hause arbeite, muss ich das Gerät nicht ständig hin und her drehen. Und der Hochkantmodus ist schön, wenn man so eine ganze Textseite haben will, aber auch das ist mehr so für mich Kür als Pflicht. Aber Höhenverstellung finde ich eigentlich schon ganz schön kritisch. Ja, ich stand ja vor einigen Wochen jetzt auch vor der Situation, dass ich einen Monitor brauchte, weil ich selber auch mal hier so zwei kleine Notebooks habe. Und ich habe dann halt auch gemerkt, oh, es gibt eine ganze Menge 27 Zöller, das hatte ich mir so ausgeguckt. Und viele davon waren aber, sagen wir mal, nicht in so einer gerade berauschenden Auflösung. Ich bin dann am Ende bei einem 4K-Monitor hängen geblieben, in 27 Zoll, den ich eigentlich auch ganz praktisch finde, weil man da doch eine Reihe von Fenstern und so weiter unterbringen kann. Ja. Also das gab es in unserer Preisklasse mit 27 Zoll nicht, das war wie gesagt der 28er. Interessant ist tatsächlich, was du sagst, die 27 Zöller, die gibt es entweder mit sehr hoher Auflösung oder ganz, ganz, ganz viele mit Full HD. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber gelächelt, bis ein Kollege hier im Haus mir sagte, ja, du tust es so ab, als sei das irgendwie ein Billigprodukt. Viele Leute wollen es haben, gerade so richtig, ich sag mal 60 plus, die
Käuferschaft, die freut sich darüber, weil das eben nicht so klein ist. Das ist alles gut zu erkennen, man muss nicht dran rumfrickeln, man muss nicht Windows irgendwie überzeugen, doch die Skalierung zu machen, die man haben will. Es ist halt alles groß und gut erkennbar. Und wenn dann die Bildqualität stimmt, dann kann man sich auch darüber freuen. Also es ist die Perspektive, die man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben sollte und kann. Aber für mich wäre es tatsächlich nichts. Ich finde auf 27 Zoll WQHD riecht schön. Also 2560 x 1440 Punkte. Das ist für mich so der Sweet Spot im Moment. Also ich habe mir ein 4K-Display vor einiger Zeit geholt und mit dann wieder weg. Also ich finde die Auflösung, das ist schon, also gerade wenn man auch Texte liest am Bildschirm und so, finde ich klasse. Und man kann ja auch ein Full-HD-Display so einstellen, dass es Texte größer zeigt. Also ich finde, das ist, klar, verstehe ich. Ne, dann ist in der Kameraeinstellung alles schön groß, aber die Gedanken an Full-HD-Display, da ist mir jetzt schon ganz schön schlecht. Es geht mir genauso. Also ich habe ja auch schon seit ein paar Jahren 4K-Display zu Hause. Was kommt da? Wir hatten ja damals den ersten 4K-Monitor von Aizu, der irgendwie, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Euro damals gekostet hatte. Und wenn man das einmal gesehen hat, dieses High DPI, ne, also was man beim Smartphone ja schon seit Jahren jetzt hat, wenn man das einmal gesehen hat, ne, ein 4K-Display, dann will man da einfach nicht mehr weg. Okay, gut. Dann sind wir jetzt von den günstigeren Geräten, kommen wir jetzt mal ein bisschen zu was teurerem. Wir müssen jetzt irgendwie so den Dreh finden auch so zu den teuren Geräten. Wir haben jetzt schon gehört, Christian, du hast ja jetzt schon, als die 4K-Monitore 20.000 Euro gekostet haben. Den nur angeschaut, gekauft habe ich meinen für 500. Und für CT hast du auch mal eben so einen Prozessor für 5.000 Euro getestet. Genau. Den habe ich jetzt leider nicht mehr hier, den mussten wir schon wieder zurückschicken. Aber ich habe zumindest ein Mainboard hier, wo der drauf passt. Man sieht schon, ist ein bisschen größer als normal. Hat auch ein paar mehr RAM-Steckplätze und Erweiterungssteckplätze für Grafikkarten. Jetzt mal wieder hinlegen. Den ersten 4K-Monitor. Und den Dreh finden auch zu. Jetzt mal wieder hin. Passt. Man sieht schon, ist ein bisschen größer als normal. Hat auch ein paar mehr RAM-Steckplätze und Erweiterungssteckplätze für Grafikkarten. Jetzt mal wieder hinlegen. Das ist ja auch schwer. Genau, also es geht um Workstation-Prozessoren. Ja, genau, ihr habt da ein großes Thema, glaube ich, in der letzten Zeit war ja, dass auch gerade in dem Bereich AMD so ein bisschen Intel den Rang abgelaufen hat mit Threadripper und Intel so ein bisschen im Zugzwang ist, sich zu überlegen, wieder was entgegenzusetzen. Und ihr habt euch jetzt da quasi den Intel Xeon W3275. Habe ich das richtig mir gemerkt? Ja. Die Serie ist Xeon W3200, das ist halt das Spitzmodell, der 3275, der hat 28 Kerne. Ja, der Hintergrund war halt, AMD hat halt von den Epics die Threadripper abgeleitet, also Epics sind die Serverprozessoren, haben sie halt die etwas günstigeren, also sind auch noch teuer, aber etwas abgespeckt, die Threadripper rausgebracht, aber auch mit 64 Kernen jetzt inzwischen. Und Intel hatte halt das Problem, dass sie bisher für die Workstations halt maximal 18 Kerne hatten. Und quasi als Plan B haben sie jetzt quasi von den Xeon SP, das sind also die richtig dicken Serverprozessoren, also da stecken teilweise zwei oder vier in einem Rack drin, haben sie quasi eine Workstation-Variante rausgebracht. Die taktet ein bisschen höher. Und das sind jetzt die Xeon W3200er. Und im Workstation-Bereich, da zählt halt wirklich anders als bei unseren Rechnern, da zählen die Kerne halt wirklich nochmal ein ganzes Stück mehr, weil man die dann... Ja, das stimmt aber gar nicht so pauschal. Das kommt nämlich auf die Anwendung drauf an. Früher dachte ich auch immer, ja, Workstation muss immer so viel Kerne haben wie möglich. Es gibt ja aber auch zum Beispiel CAT-Workstation und zum Beispiel CAT ist zwar Grafik, aber es ist relativ viel Single-Threaded, weil zum Beispiel, wenn Konstruktionen berechnet werden, dann muss ja die Stabilität, das hängt ja voneinander ab, ne? Das kann man nicht quasi parallel rechnen. Also das kommt immer drauf an. Ich glaube, also es gibt ja verschiedene Einsatzzwecke für Workstations. Ne? Es gibt die klassischen Grafik-Workstations, da sind natürlich Kerne wichtig, ne, fürs Rendering. Da ist aber auch wichtig heutzutage, weil ganz viel über die Grafikkarten gemacht wird,
dass die mehrere Packslots haben. Ne? Deshalb war auf dem Board, was ich hier habe, ich kann es nochmal hochhalten, hier sind jetzt 7 Stück drauf. Ne? Die muss man nicht alle voll bestücken, aber man hat einfach auch relativ viele PCI Express Lanes zum Prozessor, damit die auch schnell angebunden sind, um da meinetwegen wissenschaftliche Berechnungen drauflaufen zu lassen oder halt eben 3D-Grafiken zu berechnen. Es gibt aber auch, wie gesagt, die CAD Workstations. Da ist die Grafik auch wichtig, aber der Prozessor nicht ganz so. Dann gibt es noch diverse Spezialanwendungen für wissenschaftliche Berechnungen. Also da gibt es eine große Bandbreite an Anwendungsfällen. Okay, und ihr habt jetzt den Intel-Prozessor auf einem Workstation-Mainboard draufgesteckt und mal ein bisschen auch geguckt, was der kann. Genau, wir haben uns sowohl den Prozessor angeschaut, als auch eben 2 passende Mainboards, die aber ein bisschen eine unterschiedliche Ausrichtung haben auch. Also wir haben ein Asus-Board gehabt, das habe ich jetzt nicht hier, das ist so das Klassische, was man die Desktop-Workstation, also die man sich unter den Schreibtisch stellt und dann der Ingenieur da irgendwie seine Airboard dran konstruiert oder irgendwelche Maschinenbauteile, ne? Und dieses Super Micro Board hier, das kannst du nochmal zeigen, das hat halt auch einen sogenannten BMC drauf, ne? Das ist ein Fernwartungschip und deshalb ist hier auch zum Beispiel VGA und seriell dran und noch eine 3. Netzwerkbuchse und das ist auch gedacht zum Beispiel als Rack Workstation, ne? Damit man nicht die laute Kiste bei sich unterm Schreibtisch hat. Gibt es dann halt Firmen, die quasi eh schon Serverraum haben, packen das quasi in so ein Rack-Gehäuse von Servern rein und dann nutzen die Leute das remote, also quasi über Netzwerk und da kann halt dann zum Beispiel der Admin, wenn die Kiste sich aufhängt, dann halt remote auch, ohne dass der Rechner läuft, ihn einschalten, abschalten, BIOS-Update machen und 1000 andere Dinge. Du hast mir jetzt übrigens gerade die Anwendungsgruppe für meine VGA-Anschlüsse bei den Billigmonitoren gegeben, danke. Genau, ja. In Serverräumen gibt es immer noch VGA-Monitore, in wobei Tat, ich glaube, gibt es auch DisplayPort. Geht das über BMC? Ich habe schon Server gesehen, die ohne VGA sind, aber da hänge ich auch nicht aus dem Fenster raus. Also die meisten haben natürlich noch VGA, das stimmt. Hm. Okay, das heißt, das erste Board, das du genannt hast, Asus war das, da ist es so, das ist quasi, stelle ich mir eher vor, wie so ein Mac Pro-Ersatz. Also das irgendwie ein sehr Mac-Bit Gerät, was noch bei mir rumsteht. Und da ich vielleicht trotzdem so ein High-End-Gerät brauche. Ist das, wie würdest du denn sagen, wie performt jetzt diese Kombination? Ist da Intel an AMD dran? Ist das was vom Preis-Leistungs-Verhältnis für diesen Einsatzzweck auch passt? Oder wie war da? Also ich muss erstmal sagen, also dieser Xeon B, der steckt auch in den Mac Pro drin. Von der reinen Rohperformance der CPU kommt Intel nicht ran an AMD. Selbst in der bisherigen Paradedisziplin bei AVX-Code. Da hat ja Intel immer noch den Vorteil, dass sie AVX 512 als Befehlserweiterung unterstützen. AMD kann nur in Anführungsstrichen AVX 2 mit 256-Bit befehlen. Aber da AMD einfach mehr als doppelt so viele Kerne hat und auch noch höher taktet und effizienter ist durch die bessere Fertigungsstrukturengrößen, kann selbst da Intel nicht mehr mithalten. Es gibt eine Ausnahme, Intel hat spezielle KI-Befehle eingebaut. Da muss man aber sagen, dass das nicht so, dass man jede beliebige KI-Anwendung damit beschleunigen kann, sondern es sind nur ganz bestimmte Befehle und Anwendungsfälle, die das unterstützt. Und da muss man sich auch fragen, ob da nicht vielleicht ein dedizierter KI-Beschleuniger, Hardware-Chip, irgend so ein ASIC oder so, dann doch vielleicht die bessere Lösung ist und auch preiswerter. Der Vorteil von Intel, wo man ganz klar sagen muss, da haben sie Vorteile, ist Intel, also die Xeon B, oder brauchen definitiv ECC-RAM und registered. Und das hat den Vorteil, dass man viel größere Speichergrößen nutzen kann. Also bei Threadripper ist man so bei 256 GB limitiert. Hier kann man halt 1 TB oder 2 TB reinstecken. Und die passen dann auch auf die Mainboards, die du da hast, oder? Ja, also das ist die Plattform, das ist vorgegeben. Die Module sehen im Prinzip genauso aus wie normale Module, haben halt nur mehr Chips drauf, spezielle Puffer, ne? Deshalb sind es Registered-Module, die Last auf den Speichercontroller im Prozessor reduzieren. Deshalb kann man auch mehr, also größere Speichermengen verwalten und einsetzen.
Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ICC-RAM generell ist. Ich glaube, wir haben ICC, also ja, das ist eine Fehlerkorrektur. Also das funktioniert auch bei den bei vielen Desktop-Plattformen. Da kommt bei Intel hat er immer so ein paar knipst immer ein paar Schalter aus, damit man dann die teureren Prozessoren kauft. Bei AMD ist es in der Regel so, dass es die Prozessoren können. Da hängt es dann eher vom Mainboard ab. Aber bei diesen Workstation-Plattformen, also sowohl Threadripper als auch bei den Serverplattformen wie Epic und den Xeon SP, ist ECC eigentlich Standard. Da sind halt zusätzliche Chips drauf und da wird einfach ein zusätzliches Bit gespeichert pro Byte. Ne? Und wenn jetzt irgendwie ein 1-Bit-Fehler auftritt in 8-Bit, dann kann der korrigiert werden. Das ist natürlich wichtig, wenn man jetzt irgendwie ein Flugzeug designt oder so, ne, wo dann irgendwie 300 Leute mitfliegen sollen und gibt ja da, wenn die Software halt nicht so toll ist, dann hat man ja gerade so mit Boeing hat er ein bisschen mit zu kämpfen. Das ist halt wichtig, dass da halt keine Fehler auftreten oder wenn die statische Berechnungen durchgeführt werden. Ne? Das ist halt einfach schlecht, wenn da ein Bit kippt und wenn das dann halt das Vorzeichen-Bit ist, das kann dann halt schon katastrophale Folgen haben. Okay, wie sieht es denn jetzt weiter aus? Muss man ganz klar sagen, dass Intel jetzt halt versucht, da so ein bisschen nachzulegen, aber eigentlich sowohl was den Preis als auch die Leistung angeht, da immer noch ziemlich hinterherhängt, würde ich sagen. Es gibt Einsatzgebiete, aber eigentlich ist AMD immer noch, liegt vorne. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird Intel da jetzt nochmal dieses Jahr nochmal irgendwie eine neue Generation irgendwie rausbringen oder was? Also dieses Jahr sind neue Serverprozessoren, glaube ich, angekündigt. Bei Workstation weiß ich es jetzt nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine 14-Nanometer-Auflage, so ich mich, also bin ich ganz sicher, aber zumindest in großen Stückzahlen werden wir im Desktop dieses Jahr oder Workstation dieses Jahr noch keine 10-Nanometer sehen. Und das ist auch notwendig. Also der Unterschied ist, AMD hat ja dieses Chiplet-Design, die haben halt mehrere Chips drauf. Das Problem ist, bei so vielen Kernen ist der Chip so groß, dass man den eigentlich nur bis zu einer bestimmten Größe sinnvoll fertigen kann, weil sonst die Ausbeute viel zu gering ist. Und das Problem hat Intel. Intel ist halt bei diesen 28 Kernen festgenagelt. Größer kann man die Chips auch mit 14 Nanometer nicht bauen monolithisch. Ne? Und ich denke mal, Intel mit 10 Nanometer werden sie wahrscheinlich noch ein paar mehr Kerne drauf kriegen. Aber ich denke, mittel- bis langfristig wird Intel da auch auf ein Chiplet-Design wechseln müssen, weil sonst können sie da einfach nicht mithalten. Ist halt gerade ein bisschen Dürrezeit bei Intel. Man muss aber sagen, zum Beispiel bei Server Workstation ist ja der Prozess nur ein sehr kleiner Mosaikstein, sondern die umgebende Plattform ist das Wichtige. Und bei den großen Firmen, wenn man sich jetzt so Workstation und Server anguckt, wo man die kauft, Dell, Lenovo und HP oder HPE beziehungsweise, die haben ja die Plattformen werden ja jedes Jahr oder alle 2-3 Jahre neu gebaut, aber bauen halt auf der alten auf und die Infrastruktur ist einfach da. Während AMD ist da halt ein neuer Player in dem Markt. Und muss da erstmal reinkommen. Ne? Und die Firmen haben natürlich auch ihre Software-Tools. Ist ja nicht so, die passen das ja an. HP und Dell und so weiter haben ja da eigene Verwaltungstools, also Software-Oberflächen und so weiter. Und die sind natürlich auf die Plattform angepasst. Und wenn da halt eine neue Plattform, ein komplett neuer Hersteller kommt, dann müssen die das erst anpassen. Deshalb dauert das eine Weile, bis das da sich niederschlägt. Ich meine, bei den Servern sehen wir das jetzt, dass die AMD da langsam Marktanteile gewinnt. Ne? Aber ich denke, bei Workstation, das ist gerade erst am Anfang bei AMD. Das wird frühestens Mitte nächsten Jahres, dass man da wirklich signifikant, sage ich mal, größere Stückzahlen oder auch Modelle sieht bei den Herstellern. Ne? Aber wie gesagt, es gibt jetzt schon die Boards, also wer jetzt was bauen will, kann das. Ist natürlich immer sehr zickig, also diese Workstation-Geschichten, da muss man halt genau schauen. Die BIOS sind recht komplex, dass die auch mit den Erweiterungskarten, dass das alles zusammenspielt, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben. Okay, ja, danke mal für den Einblick. Dann denke ich mal, gucken ja so alle 3-4 Monate auch mal so in dem Bereich rein mit CT Uplink. Nicht jeder hat so eine Workstation bei sich zu Hause stehen, nehme ich mal. Ist ja auch nicht billig. Ist auch nicht billig, ja, ne, 5.000 Euro für einen Prozessor, dann kostet so ein Board auch nochmal 500 Euro, um 500 Euro. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, die Entwicklung ein bisschen mitzuverfolgen, auch wenn man eben diesen Streit zwischen oder diesen bei den Unternehmen Intel und AMD da so ein bisschen zugucken kann, was da gerade so passiert. Und das finde ich echt mal ganz... Nee, ist ja auch für den Kunden das Positive, ne? Also ein konkurrenzbelebtes Geschäft, das ist ganz klar bei Prozessoren jetzt zu sehen, seitdem AMD da mit dann quasi seit 3 Jahren ein Produkt nach dem anderen
liefert und Intel da quasi immer noch hinterher hechelt. Und ich denke auch, dass das Intel spätestens nächstes Jahr da wieder zurückkommen wird und dann da auch zumindest konkurrenzfähig, wenn nicht gar vielleicht in manchen Bereichen sogar auch schneller sein wird. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Und das schlägt sich natürlich dann auch auf die preiswerteren Produkte nieder. Das ist ja so ähnlich wie bei Autos, ne? Also die Airbags und so weiter wurden ja damals auch erst in der Oberklasse eingeführt, heute hat es jeder Kleinwagen. Ja. Es gibt ja einen Anwendungsbereich von so hochklassigen Prozessoren und Rechnern, den ihr auch gerade betreibt, nämlich Folding at Home. Dafür ist doch so eine Workstation vielleicht ganz gut, oder? Kann vielleicht, genau, Benjamin was zu sagen. Ja, also wir probieren tatsächlich gerade alles Mögliche an Hardware aus, was wir so hier haben. Den Xeon hatten wir tatsächlich nicht am Start. Aber unten im Serverraum brüllen uns gerade die Server an mit der Hardware, die wir dort haben. Das ist wirklich ohrenbetäubend, aber macht auch unheimlich Spaß, daran rumzuprobieren. Aber ja, da kann mal, was das ist, Projekt Folding at Home. Dazu steht noch nichts in der aktuellen CT, aber in der kommenden, glaube ich, wird es dann. Genau, wir hatten online einen großen Schwerpunkt dazu. Folding at Home ist ein verteiltes Rechenprojekt, was, ich sage es jetzt mal ganz einfach, weil ich es nicht ganz kompliziert kann, was sich damit beschäftigt, zu untersuchen, wie Proteine sich falten. Und in dem Fall geht es darum, wie sich die Proteine des, also verschiedener Krankheitserreger, die älteren Projekte bei Folding at Home sind, Krebs, Alzheimer, Huntington's Disease, aber jetzt eben auch seit neuestem Covid, beziehungsweise eben SARS-CoV-2, wie sich das faltet, wie sich es verhält und ob man dadurch irgendwelche Angriffspunkte für Medikamente finden kann. Diese komplexen Berechnungen verteilt das Projekt auf so viele Rechner, wie sich anmelden, und dann kann entweder die CPU oder die Grafikkarte kleine Arbeitseinheiten durchrechnen und man kriegt dafür als Teilnehmer Punkte. Da gibt es eine Rangliste, das macht natürlich Spaß, spornt ein wenig an. Und man kann endlich die Rechner, die bei sich zu Hause oder vielleicht auch in so einer CT-Redaktion ist ja ein bisschen mehr Rechenpower auch, mal so richtig ausnutzen. Genau, also wir haben auch ein Team gegründet, die Heisefalter, wo jeder mitmachen kann, der möchte. Wir haben eine Teamnummer, die ist 251999. Die muss man dann im Client eintragen und schon sind alle Punkte, die ab dem Punkt berechnet werden, alle Work-Units und die Credits dafür werden dann diesem Team gut geschrieben. Ja, es macht ganz schön Spaß zu sehen, dass wir innerhalb von, ich glaube, wir sind jetzt dreieinhalb Wochen dabei, es geschafft haben auf, ich zeige mal mein Fenster, da habe ich gerade unsere aktuellen Statistiken offen. Wir haben es auf Platz 165 geschafft, innerhalb von kürzester Zeit. Und da finde ich, Moment, ich wollte gerade im falschen Fenster rum. Das hier sind unsere Top 20 Mitfalter. Carsten war eine ganze Zeit lang, das ist Carsten Spille, auf dem zweiten Platz mit unheimlicher Rechendisziplin, sage ich mal. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, nur eine Grafikkarte am Start, aber irgendwas macht er richtig. Ist jetzt überholt worden von Fliegende Kuh. Also wer mitmachen möchte, es ist ja auch für einen guten Zweck. Wir hoffen, dass das irgendwie hilft, schneller zu irgendeinem Medikament, einem Impfstoff, wie auch immer zu kommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Projekt auch gesagt, die Ergebnisse werden zur Verfügung gestellt, die sind nicht proprietär, die werden also geteilt. Das war eine Frage, die im Forum mehrfach kam, ob wir jetzt quasi unsere Energie, unsere Rechenzeit zur Verfügung stellen, dafür, dass dann die großen Pharmafirmen uns das Ganze wegnehmen. Und die Rechenleistung, also das sind ja zigtausende Rechner weltweit, die da mitrechnen. Und die haben halt eine Rechenleistung, die jeden Supercomputer um Mehrfaches übersteigt. Und das ist also im Exaflop-Bereich und das ist halt schon ziemlich krass, also was da an Rechenleistung dahinter steckt. Okay, das ist nur ein bisschen schade, weil jetzt die ganzen Leute nicht mehr Außerirdische suchen mit CT@Home, sondern vielleicht eher dafür. Und keine Bitcoins mehr offensichtlich haben. Okay, aber das ist ein ganz cooles Projekt, wo man eben quasi seine Rechenleistung auch für so einen Zweck sozusagen zur Verfügung stellen kann. Und wenn man mitmachen will, dann kann man das alleine machen. Man kann aber auch Teil der Heisefalter werden, habe ich das richtig verstanden. Und dazu guckt mal nach der Folding at Home Gruppe 251. 251999.
251999. Das sind genau die Heise-Falter. Okay, wie cool. Wie gesagt, online hatten wir dazu auch schon einen etwas längeren Beitrag. Auf Heise Online. Genau. Oh, die Nummer wird hier sogar eingeblendet. Sehr, genau, Dankeschön. Was ihr nämlich alle nicht wisst da draußen ist, dass außer uns vier nämlich die ganze Zeit noch unser Videoproducer Johannes hier, da ist er ja, dabei ist. Der hat ja letztens auch schon eine Sendung moderiert und heute ist er nur so im Hintergrund und ohne den wäre das, glaube ich, heute nicht so gut gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT, unter anderem mit einem Artikel zu Folding at Home. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche und dann sehen wir uns dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Gut, tschüss. Volker. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Die bösen Leute werden nicht ohne einen Kampf in die Nacht gehen. Sie werden versuchen, uns mitzunehmen, wie das böse Kind, was die Förmchen kaputt macht, wenn es sie nicht haben kann. Sie werden nicht teilen. Sie wollen diese Welt niederbrennen und uns alle mitnehmen, denn wenn sie es nicht haben, dann soll es niemand haben. Einschließlich uns. Deswegen bin ich hier und von Gott dazu aufgefordert worden, die Chance zu nutzen und ich vertraue auf Gott. Ich diene Gott, diesem Land und der Menschheit. Ich danke dem Herrn und euch, dass ich euch helfen darf. Was ihr nun sehen werdet, wurde bisher geheim gehalten auf Kosten vieler Leben guter Männer. Ihr werdet die Geheimnisse der Regierung sehen. Bitte ladet das Video runter und verteilt es, damit es nicht gestoppt werden kann. Sie haben im Geheimen sich auf etwas Großes vorbereitet. Seht euch diese Türen an, welche mehrere Meilen unterhalb der Oberfläche sind. Dann bekommt man eine Idee, worauf sie sich vorbereiten. Sie haben eine Art fortgeschrittene Transporttechnologie, die diese Dumps verbindet und schneller als Mach 1 ist. Sie statten diese Basen massiv mit Essen und Vorräten aus. Ich möchte euch eben wissen lassen, wenn ihr zusätzliche Informationen wünscht. Ich gebe euch allen die Erlaubnis, mich über meine Gmail-Adresse zu kontaktieren. Etwas über mich. Stupid. Ich bin über 20 Jahre Navy U-Boot-Veteran. Ich hatte eine hohe Sicherheitsstufe und nahm am 22. August 1990 die rote Pille. Also knapp 30 Jahre Nachforschungen, 30 Stunden die Woche. Für mich ist das seitdem mein tägliches Dasein. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, aufgrund der abscheulichen Dinge, die man mir gezeigt hat. Das, was für mich normal ist, ist für die meisten weit draußen. Die Technologien, die da draußen sind, sind so weit entwickelt und so viel weiter, als wir uns zu glauben trauen. Lasst uns nun über das militärische Dump-System sprechen und den unterirdischen Krieg. Ein verlängerter spiritueller Krieg um das Überleben des Eden-Erde und der Menschheit. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Es gibt vier